Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich nehme Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verfluchten. Muhammad ist das wahre reine Licht und ohne ihn findest du den Weg nicht. Die Thematiken, die ich versuchen möchte, kurz, aber prägnant zu erläutern, sind folgende. Erstens. Khatam al-Nabiin, das Siegel der Propheten. Zweitens, der Tod und die Wiederkunft von Jesus, Isa ibn Maryam a.s. Drittens, der Niedergang des Wissens und der Rechtschaffenheit, sozusagen der Niedergang der islamischen Gemeinde. Abschließend werde ich nochmal den Zusammenhang und die Wichtigkeit der drei Themen für das eigene Selbst und der damit verbundenen spirituellen Entwicklung darstellen und erklären, warum es für einen Muslim relativ wichtig ist, an diese Themen zu glauben. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad ist nicht der Vater eines eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten. Und Allah hat volle Kenntnis aller Dinge. Der eben rezitierte Vers, in dem der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Siegel der Propheten bezeichnet wird, was im arabischen Original Khatam al-Nabiin heißt, wird von manchen Muslimen zum Anlass genutzt, um zu sagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte Prophet gewesen sei. In manchen durchaus schlechten Koranübersetzungen wird dies auch mit letzter Prophet übersetzt, was schlichtweg falsch ist. Auch die offizielle deutsche Koranausgabe der saudi-arabischen Regierung übersetzt den Ausdruck mit Siegel der Propheten. Und ich glaube nicht, dass jemand da unterstellen möchte, dass Saudi-Arabien mit der Ahmadiyya-Gemeinde zusammenarbeitet. Kommen wir nun zur inhaltlichen und religiösen Aussage des Verses. Der Vers besteht im Prinzip aus zwei Sätzen. Erstens, Mohammed ist nicht der Vater eines eurer Männer. Die Bedeutung der Aussage scheint erstmal klar zu sein. Der heilige Prophet Muhammad sallam wurde früher von seinen Gegnern beschimpft und belächelt und oft wurde auch gesagt, dass der Islam zugrunde gehen würde, denn Rasulullah sallam habe keine Nachkommen, die sein Erbe weiterführen könnten. Tatsächlich sagt Allah, dass Muhammad sallam eben keine leiblichen Söhne haben wird, die sein Erbe, also den Islam, weiterführen würden. Im zweiten Teil des Verses wird jedoch deutlich, dass die Religion des Islam dennoch weiter bestehen wird. Aber nicht nur das, sondern sie wird erhaben sein über alle anderen Glaubensvorstellungen. Denn darin heißt es, sondern er ist der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten, Khatam al-Nabiin. Zuerst einmal wird gesagt, dass der erste Teil des Verses im Gegensatz zum zweiten Teil steht, was hier mit sondern deutlich gemacht wird. Weiter heißt es eben, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, zum einen der Gesandte Allahs ist, aber nicht nur das, sondern er ist auch das Siegel der Propheten. Es muss also die Bedeutung haben, dass er spirituelle Söhne haben wird, die sein Erbe weiterführen. Und diese Söhne werden Propheten sein oder den Rang eines Propheten haben und viel mehr noch. Auch die vorangegangenen Propheten waren seine Söhne und alle Menschen, die Gott jemals entsandt hat, entsendet und vielleicht auch entsenden werden wird, werden die spirituellen Söhne des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Der Vers sagt also zunächst nicht, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte Prophet ist, sondern egal wie man den Vers interpretieren will, er sagt zunächst einmal nur aus, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam keine leiblichen Söhne hat oder haben wird, dafür aber im Gegensatz spirituelle Söhne haben wird, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft und zwar in Form von Propheten. Wir Muslime wissen jedoch, dass der Islam vollkommen ist und keine neue Lehre mehr kommen wird. So sagt Allah im heiligen Koran, in Surah Al-Ma'idah, Vers 4, Heute habe ich eure Glaubenslehre für euch vollendet und meine Gnade an euch erfüllt und euch den Islam zum Bekenntnis erwählt.
Da die Glaubenslehre vollendet ist, ist kein Prophet mehr notwendig. So die Ansicht vieler Muslime, die grundsätzlich gesehen ja auch richtig ist. Jedoch hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass der Islam nicht in seiner ursprünglichen Form erhalten bleiben wird und durch Neuerungen und unislamische Traditionen beeinflusst und letztlich korrumpiert werden würde. Aber dazu später mehr. Kommen wir nochmal zur Bedeutung eines Siegels zurück. Ein Siegel hat in erster Linie eine bestätigende Aufgabe. Ein Siegel verschließt zwar auch manche Dinge, wie zum Beispiel einen Brief oder eine Urkunde, aber das ist zunächst eine sekundäre Aufgabe. Die eigentliche Aufgabe eines Siegels ist die Bestätigung für den Empfänger, dass der versiegelte Inhalt von dem Träger des Siegels ist, welches sich auf dem Brief oder der Urkunde befindet. Dazu ein Beispiel. Im Mittelalter hatte das Siegel den Zweck, einen Brief, den ein Bote überbrachte, als vom Siegelinhaber, zum Beispiel vom Kaiser oder vom König, auszuweisen. War das Siegel zerbrochen, wusste der Empfänger, dass der Brief geöffnet worden war und der Inhalt möglicherweise nicht das ist, was der Kaiser geschrieben hatte. So auch im Islam. Jeder wahrhafte Prophet muss also das Siegel des Propheten sallallahu alaihi wasallam tragen. Das heißt, er war ein Diener und spiritueller Sohn des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat auf ihn prophezeit und hingewiesen. Oder er wird ein solcher Diener und spiritueller Sohn des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein und verweist auch auf ihn. Nur daran erkennt man seine Wahrhaftigkeit. Ein wahrer Prophet wird also, sollte er in zeitlicher Reihenfolge nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen, ein Muslim sein, das heißt ein Schülerprophet aus der islamischen Gemeinde. Ein Prophet, der kein Muslim ist, trägt nicht das Siegel und kann daher nicht von Allah auserwählt und geleitet sein. Der Ahmadiyya-Gemeinde wird oft vorgeworfen, dass es doch zahlreiche Ahadith gibt, in denen der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganz klar gesagt hat, dass es keinen Propheten nach ihm geben wird. Zuerst einmal möchte ich klarstellen, dass wir Ahmadis entgegen der Behauptung einiger Unwissender sehr wohl die meisten dieser Ahadis anerkennen und sie nicht als falsch oder dergleichen leugnen. Diese Behauptung ist schlichtweg eine Lüge. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betonte die Tatsache sehr, da es bereits zur Zeit des Propheten selbst, als auch danach zahlreiche selbsternannte Propheten gab, die den Plan hatten, die Muslime in die Irre zu führen. Propheten hatten seit Anbeginn der Zeit immer ein Gesetz oder neue Gebote und Lehren gebracht. Und daher ist die Prophetenschaft unter einem Propheten, also als Prophet ohne neue Lehre und ohne neues Gesetz, völlig neu. Und selbst heute begreifen die Gegner der Ahmadiyya-Gemeinde diese Form der Prophetenschaft immer noch nicht, die durch die Auszeichnung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Siegel der Propheten in Kraft getreten ist. Daher war es wichtig, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam klarstellt, dass es keine Propheten im üblichen Sinne mehr geben wird. Alle Propheten, die noch kommen werden, werden Khalifa, also Stellvertreter und Schüler des Siegels des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Die Möglichkeit, dass auch nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch Propheten kommen können, ist indes im heiligen Koran erwähnt. Darin heißt es in Sure 4, Vers 70, Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, soll unter denen sein, denen Allah seine Huld gewährt hat, nämlich unter den Propheten, den Wahrhaftigen, den Blutzeugen und den Gerechten. Und das sind die besten Gefährten. Die Aussage dieses Verses zeigt deutlich, dass ein Mensch, der dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt und nach der Nähe Allahs trachtet, dem wird Allah auch antworten. Und dieser Mensch wird verschiedene Ränge erreichen können. Wenn jemand oft mit Gott kommuniziert, steigt er in diesen Rängen auf. Und wenn Gott oft zu einem Menschen spricht, dann nennt man solch einen Menschen einen Propheten. Die Auffassung der Ahmadiyya-Gemeinde, dass nur noch Propheten ohne Gesetz, also als Muslime,